Wie es wallet und siedet und fauchet und zischt, dieses Ungetüm aus dem Industriezeitalter. Ja, wissen Sie, darf ich mal fragen? Über 115 Jahre. Und seitdem fährt die? Seitdem fährt die, ja. Toll. Also, ja, ich sehe es ja. München, das ist bayerische Wertarbeit, kein Wunder. Ja. Wann fährt die? Jeden Sonntag. Und die bringt einen wirklich zuverlässig auf die 2000 Meter? Ja, die bringt die auf. Das ist nämlich unser Hatscher Ducati. Hatscher Ducati? Ja. Weil es so schief dasteht. Also, genau. Es wird ein bisschen dauern, bis wir oben sind. Wann geht's los? Gleich. Du musst einsteigen. Ja, einsteigen. Die Schneebergbahn ist Österreichs längste Zahnradbahn. Auf 10 Kilometern überwindet sie 1220 Höhenmeter. Ein Fest für jeden Dampflok-Fan. So beliebt, dass man am besten die Billets vorher reserviert. Mit großartigen Ausblicken in die Landschaft und mit einem Halt, auf den ich mich besonders gefreut habe. Ah, jetzt sind wir schon fast 1400 Meter an der Jausenstation Baumgartner. Buchteln, Buchteln, frische Buchteln. Buchteln, da hätte ich gern zwei. Was kosten die? 5 Euro. 5 Euro. Kennen Sie Buchteln? Das ist ein böhmischer Mehlspeis. Ja, das passt mit Bovitel, also Zwetschgenmarmelade, aber hier auch mit Marille. Bitte schön. Wunderbar. Also das gibt die richtige Kraft für einen Aufstieg. Zeit zum gemächlichen Verzehr bleibt genug. Gut 1,25 Stunden schnauft die Bahn langsam nach oben. Schneller geht's mit dem modernen Salamander, aber längst nicht so romantisch. Der Schneeberg ist der höchste Berg Niederösterreichs und gilt als König der Wiener Alpen. Und von hier oben, vom weitläufigen Gipfelgebiet aus, bieten sich fantastische Ausblicke, die schon Johann Gottfried Zeume auf seinem legendären Spaziergang nach Syrakus gerühmt hat. Ein Rundum-Panorama von den Ostalpen bis zur ungarischen Tiefebene. Ich sage jetzt ein herzliches Dankeschön an die Jagdhornbläsergruppe Hohe Wand für den Melodien der Berge Willkommensgruß. Ja, wenn Jäger fröhlich aufspielen, ist das immer auch ein Signal dafür, dass wir uns in einem Revier befinden, und zwar für eine reiche Tierwelt. Denn an diesen Felsnasen, an denen sich natürlich auch Kletterer versuchen, da beginnt ein Naturpark, der sich weit in die Berge hineinzieht und als Wander- und Erholungsgebiet nicht nur die Wiener magisch anzieht. Heimisch fühlt sich hier nicht nur prächtiges Rotwild, sondern in einem Gehege auch eine ganze Tierfamilie zum Anfassen. Abstand dagegen halten die Steinböcke, die in freier Wildbahn leben. Das sogenannte Biedermeiertal im Naturpark hinter der Hohen Wand. Von dort stammt der Landschaftsmaler Friedrich Gauermann, der seine Heimat in leuchtenden Farben gebannt und verewigt hat.